Ja, das Ganze begann so, dass die Kindergärtnerin dieses Kindergartens mich, der ich auch ein Papa von einem Kind hier im Kindergarten bin, gefragt hat, ob ich nicht ein Lied komponieren würde für den Kindergarten, ein Kindergartenlied. Und das habe ich dann gerne gemacht. Und wir haben das mit den Kindern zusammen einstudiert, haben das auch gesungen, gespielt am Sommerfest. Und dann, wie es der Zufall so will, war Manuel Globocznik, der auch am Konzerthaus arbeitet als Tontechniker und gleichzeitig hier auch Papa von einem Kind ist, sozusagen hat es miterlebt und hat es toll gefunden und hat dann bei sich im Konzerthaus gefragt, ob man dieses Stück nicht im Studio aufnehmen könnte, im Tonstudio. Und damals wusste er gar nicht, dass ich auch als Papa hier an der GMPU arbeite. Und so kam es dann, dass er darauf verwiesen wurde, er soll sich doch an mich wenden und ich soll doch ein musikpädagogisches Projekt draus machen. Und so haben sich die zwei Väter dann zusammengeschlossen und aus dem ist dann ein ganz tolles Projekt geworden, auf das ich sehr stolz bin. Was hat dir jetzt von den Instrumenten am besten gefallen bisher? Das Klavier. Klavier? Kanntest du das schon vorher? Ja. Es kommt Blues. Woher? Ja, wir haben ein Klavier zu Hause. Ah. Und du, Raphael, was hat dir gut gefallen? Welches Instrument? Den großen, großen, großen Kontrabass. Durchgang machen, wo wir ein bisschen weniger Stücke haben. Ja, ein bisschen zurück, weil ich dort gerne die Instrumente noch ein bisschen mehr hören. Und dass man die Dynamik noch mehr machen, einfach generell. Genau. Also ich hatte das Stück geschrieben, erstmal als Kindergartenlied mit einer einfachen Melodie, Harmonien und einem Text und habe dann eine Kompositionsstudentin, die Theresa Autischer, von der GMPU gebeten, ob sie das nicht arrangieren würde für eine große Besetzung mit Rhythmusgruppe, also Bandinstrumenten, Streichern und Bläsern und Kinderchor. Und das hat sie gemacht, betreut von ihrem Professor Thomas Modre. Und als nächstes haben wir dann mir das ausgeschrieben als studentisches Projekt und es haben sich verschiedene Studierende gemeldet, die gerne mitmachen wollten. Und so hatten wir nach und nach schließlich ein Ensemble zusammen, haben uns getroffen in der Studierendengruppe, haben das Stück geprobt und haben eben Workshop-Konzepte entwickelt und haben uns gefragt, wie können wir das, was wir machen, Kindergartenkindern vermitteln? Wie können wir unsere Instrumente zeigen? Wie können wir denen erklären, ja, was wichtig ist in der Musik aus unserer Sicht? Und so haben wir also verschiedene Konzepte vorbereitet und heute sind wir zum ersten Mal im Kindergarten, um diese Konzepte hier anzuwenden, auszuprobieren und mit den Kindern zusammen Musik zu machen. Wie der Julian geschrieben hat, habe ich mich sehr gefreut. Mein Professor Modre hat mich beim Projekt begleitet und ich habe mir gedacht, das ist eine super Möglichkeit, mit den Kindern gemeinsam zu arbeiten. Es ist einfach ein mega cooles Projekt und vom Arrangement her kam so eigentlich die Idee, dass man einfach alles verbindet und dass es trotzdem ein großes Ganzes bleibt. Genau. Es gibt neben diesen Workshop-Tagen dann noch ein Kernstück des Projekts und zwar einen Tag im Tonstudio an der GMPU, an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik. Und auf das bereiten wir uns natürlich auch ein Stück weit vor durch diese Workshops.
Und da werden wir dann im Turnstudio sein, werden unsere Instrumente aufnehmen und die Kinder dazu aufnehmen. Und deswegen heißt das ganze Projekt auch Erfahrungsraum Tonstudio, weil es also darum geht, den Kindern diese Erfahrung zu ermöglichen. Wie entsteht denn eigentlich so eine Aufnahme? Wie entsteht denn eine CD oder eine Musikproduktion im Studio? Weil ich glaube, das ist was, was Kinder in dem Alter selten die Gelegenheit haben zu erfahren. Und ich glaube, das kann ganz spannend und interessant für die sein. Und sie werden also kommen, werden das Studio kennenlernen, wie das funktioniert, werden sehen, wie die Instrumente aufgenommen werden und werden dann selber eben auch dazu einsingen. Und am Ende eine Aufnahme, aber auch ein Musikvideo ihres Kindergartenliedes bekommen. Zum Beispiel können wir jetzt mal anfangen und können mal nur ein Instrument erstmal hören. Welches würdet ihr denn gern hören? Schlagzeug. Wisst ihr, wie das Schlagzeug auch auf Englisch heißt? Drums? Hat das schon jemand mal gehört? Drums. Ja, okay. Das ist hier so beschriftet, das ist da. Und wenn ihr jetzt das Schlagzeug alleine hören wollt, könnt ihr hier auf diese gelbe Taste drücken. Das steht Solo drauf. Und wenn man jetzt das ganze Stück wieder abspielt, dann sind auf einmal alle in anderen Instrumente verschwunden. Nur mehr das Schlagzeug ist zu hören und so klingt es quasi, wenn nur das Schlagzeug alleine spielt. Ja, wollt ihr noch ein anderes Instrument hören? Ja, Klavier! Das hat der Bruno gehört. Der hat verschiedene Knöpfe gedrückt und dann haben die Kinder alles gehört. Meine Lieben, wir werden ein bisschen den Mund aufwärmen. Wir haben das ja mit der Hörgiraffe schon geübt. Husten. Und die Backen aufpusten. Rachel. Dann könnte man die Unterlippe über die Oberlippe stülpen. Und wer kommt mit der Zunge bis zur Nase? Nein. Seid ihr bereit? Ja! Jetzt ganz von vorne los, mit Einzähler und allem drum und dran. Kindergarten St. Peter, da scheint die Sonne, nicht nur im Sommer. Im schönen Kindergarten St. Peter, wo der Regenbogen strahlt. Bist du? Nochmal diese Frage für uns aufnehmen. Welche Frage? Wo nochmal? Ja? Machst du das? Ja. Super. Wir lachen wieder alle. Na, wir bleiben ja da. Du gehst alleine ins Tonstudio, in den Proberaum. Cool. Genau, wir machen das jetzt so. Wir hören die Musik und an der Stelle, wo das einmal vorbei ist, der Refrain, und bevor es das zweite Mal kommt, da spricht es rein. Wo nochmal? Super! Perfekt! Was habt ihr gemacht heute? Gesungen! Und was noch? Pizza gegessen! Bitte schön. Und wie habt ihr die Lampen darauf gekriegt, die so wunderschön sind? Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, das ist irgendwie von oben passiert. Weil wenn man sie so, oder mit einem Kran vielleicht. Ja. Oder sind sie durch das Loch hineingeplumpst? Passen sie da durch, glaubst du? Ja. Ja, schon. Da hat man die Kerzen noch nicht gehabt. Die Kerzen waren noch nicht drauf.